Bist du bereit dafür, Lasse? Ich bin bereit dafür. Wofür bist du bereit, Lasse? Für das beste Case-Opening aller fucking Zeiten. Ohne Scheiß, ich habe jetzt so lange keine Case mehr aufgemacht. Die letzten, die ich aufgemacht habe, waren die Dota 2. Da gibt es genau, fast genauso die gleichen Kisten. Ich habe sie angeklickt, habe versucht, irgendwas rauszubekommen. Rat mal, was ich rausbekommen habe. Ein Item. Nichts! Gar nichts! Was? Nur Schrott! Bitte? Nein, das kann nicht sein. Und so, jetzt, das ist eigentlich auch kein Case-Opening, ja? Das ist ein Case-Opening-Tutorial, ja? Wie öffne ich richtig Cases auf? Wie ist das Mindset? Kann ich da irgendwie was beeinflussen, ja? Wir zeigen euch, wie ihr zum Erfolg kommt. Mit diesem Tutorial werdet ihr eine 100%ige Erfolgsquote haben im Case-Opening. Das ist absoluter Schwachsinn. Alles, was wir machen, ist einfach nur absoluter Zufall. Und nein! Das Schlimmste ist, wir wissen nicht mal, ob es Zufall ist. Ja, wir haben noch nicht mal die Möglichkeit zu sagen, keine Ahnung, Guelph macht das tatsächlich zufällig und die regulieren das nicht irgendwie oder sonst irgendwas. Wir sind völlig darauf angewiesen, dass wir hoffen, dass alles fair ist hier. Und du denkst nur, weil ich lache, weil ich mir einen Kaffee mache, mir einen lustigen Namen gebe, mich dreimal im Kreis drehe und keine Ahnung, mich zweimal selbst befriedigt habe, bevor ich anfangen durfte, dass es jetzt besser läuft. Das ist ja das, was der normale autoverbrauchende Kistenöffner denkt. Autoverbrauchende. Aber durch unser Case-Opening-Tutorial werden wir euer Leben verändern, ja? Also, schnallt euch gut an. Ja, ihr werdet lebensverändernde... Fahrt geht los. Lebensverändernde Sache wird das auf jeden Fall, ja? Also, Regel Nummer 1. Ihr müsst euch in eine aufrechte Position, Haltung, Körperspannung muss vorhanden sein. Ja, alles klar. Ich spanne alles bei mir an, was ich anspannen kann. Mhm. Die Schultern gut durchdrücken. Schultern gut durchdrücken. Beim Ruder, ja, durchdrücken so ein bisschen. So. Okay. Leicht gebuckelten Rücken machen. Gebuckelt und gleichzeitig Schulter durchdrücken. So nach vorne, eben, du musst, genau. Und dann mit die Brüste, also wenn ihr Frauen seid, müsst ihr eure Brüste auf den Schreibtisch legen. Auf so. Den Schreibtisch? Mit, ja, genau. Nach hinten so gedrückten mit der Brust. Rücken? Ja, genau. Willst du dich verarschen? Das sieht sehr unbequem aus, das hilft aber. Und dann öffnen wir die erste Case. Alles klar. Ja, ungefähr so laufen meine Case-Openings am Anfang ab. Das kann mal passieren, ja. Aber wir machen weiter, wir hören nicht auf. Es muss immer weitergehen. Oh, war das die Orb? Ja, das war die Orb, an der ich vorbeigehört. Dafür kann ich jetzt keine Ahnung, hier, guck mal. Da kann ich mich irgendwo in so ein verlassenes Haus reinstellen mit dem Ding und kann ich den Kram vorlesen und bin irgendwie Dämonen beschwört oder sonst irgendwas, ey. Gut, okay, vorne was du sagst, ja, Rücken durchdrücken, Brüste, also wenn ihr auch Man-Boobs habt, dürft ihr die auch gerne auf dem Schreibtisch ablegen, ja. Und dann, wichtig ist, dass du die Zehen nach oben biegst, während du die Case aufmachst. Ja? Also shit, Zehen musst du nach oben biegen. Schon ganz vergessen, dass ich da Körperspannung haben kann in meinen Zehen. Ja, genau. Bin bereit. Genau. Okay, und Abfahrt. Oh, da war was Rotes. Oh. Schon mal kein gutes Zeichen. Guck mal, wir haben eine SSG 08 Necrophos. Schon Wiederkehr. Läuft bei uns. Soll ich da Tempo machen? Oder soll ich, weißt du eigentlich, dass die Kisten teurer waren als die Schlüssel? Nur so nebenbei? Ja, ich hab vorhin auch richtig Augen gemacht. Kann okay, passieren. Vorne mal. Ja, warte. Ich bleib einfach in dieser Körperhaltung, okay? Und ich drück nochmal. Ja. Ich halt einfach mal die Körperspannung an, okay? Halt sie an. Okay, alles klar. Übrigens. Aber die Fußsohlen müssen den Boden berühren, ne? Ach, auch! Ja. Ich habe natürlich nicht aufgepasst, tut mir leid, ja. Ja, es kann. Übrigens, ich weiß nicht, ne? Ich habe einen guten Streak schon. Oh Gott, ey. Oh Mann, ey, du bist ein Scouter, wer sagt dir? Du bist ein Scout-Legend. Oh, guck mal hier, Mac-10, Lapis Gator. Wow. Mann. Wow, die ist schon ziemlich, ziemlich hässlich, ganz ehrlich. So, jetzt als nächste Haltung, ja, mit der wir unser Case-Opening in der Regel beeinflussen können, ist der kackende Kranich. Dazu musst du auf den Stuhl dich in diese Russenposition, ich mach das mal kurz zu Hause vor, könnte sein, dass es einen Unfall gibt. Ah, ja, warte also, mal, du musst ich mach's grad, ja. Also, okay, die Russen, die immer auf dem Schulhof früher immer saßen und Sonnenblumenkerner geknackt haben, weißt du, in dieser... Ich bin allzeit bereit, ein Würstchen abzudrücken, Position, ja? Setzt du dich jetzt auf deinen Stuhl? Squatting, mein Freund. Squatting nennt man das auch. Ja, aber du musst die Beine müssen zusammengedrückt. Das heißt, die Knie müssen sich möglichst berühren. Auch möglichst so. Berühren, ja? Dafür sind meine Oberschenkel zu fett. Tut mir leid, ich bin immer noch Gamer. Sag, komm, du kannst auch die Wahrheit sagen, du hast zu dicke Eier dafür. Das war vielleicht der Moment, wo ich tatsächlich die Facecam anmachen sollte. Ja, mach das. Ich bin gerade am Freeballen, ne? Ja, Freeballen. Let it baumeln. Okay. So, und dann öffnen wir die nächste Case. Okay.
Tatsächlich fühle ich mich gerade ein bisschen doof, weil ich auch in dieser Position zu Hause bin. Ich merke schon, deine Position folgendem Muster. Du kleiner Wichser. Du Arschloch, du Wichser. Okay, das ist echt, keine Ahnung. Ich schaff das nur für die nächsten drei Cases oder so. Danach bricht meine Beinmuskulatur zusammen. Ja, okay, mach den Kacken, gerade nicht noch zwei Cases. Okay, alles klar. Dann gibst du die nächste Positionswechsel. Ich sehe übrigens gerade, wie mein Geld an mir vorbeifliegt, so, weißt du, das ist halt so. Das wird alles wieder gut, Daniel, mach dir ja keine Sorgen. Okay, was sind schon 35 Euro für irgendwie so Kisten? Und dann nochmal, Okay, die letzte, nein, du hältst jetzt, Case. Sofort durch, ja, das ist jetzt die eine Case. Ohne Hände, ohne Abschluss. Ohne Hände. Komm schon, ausbalancieren. Ja, das ist gut. Du kannst dich nicht bewegen. Du kannst dich ab jetzt nicht bewegen. Ey, dreht sich sogar. Ich verliere das Gleichgewicht. Was meinst du? Meine Füße bohren sich gerade in das Polster meines Stuhls. Mann! Yes! Ey, für alle, die glauben, dass ich das nicht mache, ich mach's wirklich, Mann. Oh, ich glaube, der Stift malt. Ich muss mich ganz ehrlich sagen, in der Position, ich weiß, warum man sich so ganz gerne hinstellt, ja? Ich sag mal so, es ist alles frei, ja? Ja. Ne? Mutter Natur lüftet quasi einmal komplett durch. So. Bruder. Ja. Das war anstrengend. Mir ist ein Furz entflogen, muss ich sagen. Okay. Ah. Okay. So. Komm, jetzt okay. Ich mach jetzt eine entspannte Kiste auf. Weißt du? Eine entspannte, okay. Ich muss nämlich ganz ehrlich, hörst du einfach mal gucken, was passiert. Auf sich gucken. Zukommen lassen. Ja. Mal den Körper entspannen. Ja, richtig. Ich sag mal so, eine Statue haben wir auch noch nicht. Also warum nicht? Nehmen wir. Wir haben noch 1-2 Versuche. Folgendermaßen. Alles fest im Griff und drücken wir nochmal. Ja. Definitiv haben wir jetzt alle blauen Items einmal. Doch gut, ist schon. Wir sammeln. Wir sind ja auch Sammler. Ich wollte gerade sagen, wir sind Jäger und Sammler. So sind wir ja, groß geworden. Ja. Okay. Ich möchte jetzt einen Callout machen. Okay. Schnell. Nee, für die nächste Case. Du hast schon angefangen. Ich höre schon rattern. Entschuldigung. Mach deinen Monitor aus. Okay, schon wieder. Du mach den Monitor aus. Darf ich zumindest vorbereiten oder so? Du darfst vorbereiten, aber du machst den Monitor aus. Okay, ich mach den Monitor aus. Und jetzt sagst du. Sprich mir nach. Okay. Die Katze kackt bei Nacht. Und jetzt sagst du, die Katze tritt die Treppe krumm. Die Katze tritt die Treppe krumm. Und ich hab gedrückt. So, du musst jetzt gucken, was los ist, weil ich sehe nicht, was los ist. Okay, du darfst den Monitor auch erst anmachen, wenn ich reacte, okay? Ja, natürlich. Oh shit, Bro, ist so aufregend. Ja, okay. Wir machen das gleiche nochmal. So kann das auch hinauszögern, aber ja. Wir machen das gleiche nochmal. Okay. So, wenn du bereit bist. Diesmal streichelst du deine Brust gegen den Uhrzeigersinn? Ich streichle die Brust gegen den Uhrzeigersinn, ja? Okay. Passiert. Und Abfahrt. Eigentlich ganz angenehm. Ja, das finde ich auch. Gefällt mir auch ganz gut. Oh nein. Was hast du? Hast du den Mund schon nicht ausgemacht? Nein, aber ich weiß, dass es vermutlich nichts ist. Was? Das Geräusch. Ja, eine gute Mac 10, die wollte ich haben. Ah, du wolltest die Mac 10 haben. Okay, kein Ding. Ja, die Mac 10, die. Ich will gerne Mac 10, du weißt doch. Okay. Hast du vielleicht eine kleine Anekdote, die du noch reinstreuen möchtest hier in das Case Opening? Ja, folgendermaßen. Ich habe letztens geguckt, wie viel Geld ich ausgegeben hatte für Counter-Strike Global Offensive. Und ich muss zugeben, danach war ich 2 Tage lang im Bett und habe die Decke angestarrt und habe mich gefragt, was ich mit meinem Leben mache. So viel kann ich dir dazu sagen. Möchtest du diese Zahl öffentlich benennen?
Ich müsste tatsächlich nachgucken nach der aktualisierten Nummer, aber es waren tatsächlich so um die 800 Dollar, die da drin standen. Und das ist sehr hart. Das habe ich schon gesprengt. Ja. Die 800 Euro habe ich schon locker. Okay. Guck mal, folgendermaßen, ich drücke die dritte Kiste, wenn bei Operation Blitz 33 steht. Oh nein. Okay. Oh shit. Nee, shit, ich muss warten, bis der 23 steht jetzt. Oh fuck. Moment. Und jetzt? Abfahrt. Ja, ne? Mhm. Ja. Ja. Da ist doch mal was. Da ist doch mal was. Mann, endlich! Was ist denn das? Field Test ist off. Abfahrt! Endlich! Ja, hab ich schon mal einen Bonus gemacht von so einem Eurochen, ne? Ja, sicher. Schönes. Man muss auf solchen Sachen aufbauen, muss man. Ah. Ja. Oh, schön, die Orb-Elite-Bild. Ja, Mann. Wundervoll ist das. Super. Ja, Hammer. Und jetzt komm ab dafür, Mann. Nächste. Ich hab gerade Lauf. Der Welle mitschwimmen. Ja. Jawohl, ja, guck mal da, es kommt. Mann. Es kommt, Lasse, es kommt. Letzte Case, easy, knall. Guck's dir an. Ohne Scheiß. Ja. Mann, endlich. Meine Güte, endlich fährt der Zug, weißt du? Ja, tschu-tschu. Tschu-tschu. Komm schon, also. Tschu-tschu. Ich sag... Okay, ist das die letzte Kiste tatsächlich? Das war die Kiste jetzt gerade, ja, ich hab die schon aufgemacht. Du hast sie schon aufgemacht. Ah, ja, hatte ich. Hast du das Resultat schon gesehen? Ja. Mann. Ja. Mann. Fuck. Ja. Ja. Case Opening jetzt schon vorbei, oder was? Ja, tatsächlich. Oh. Ich könnte jetzt so eine Geldaufzählung machen, aber ich glaube, würde ich Depressionen bekommen. Wie wär's, wenn wir nochmal 50 Kisten kaufen? 50 Kisten? Wir haben gerade 15 gehabt! Ja, aber man muss ja auch mal investieren, damit was bei rumkommt. Weißt du? Man muss ja auch mal was den Leuten bieten. Wie wär's? Komm, wir machen das so. Erstmal muss ich hier meine... Ich sehe gerade die Zustände von der SSG. Weißt du, wir machen das so, ja? Wir lassen die Leute erstmal entscheiden, ob die überhaupt noch Interesse haben. Ja, ich habe das Gefühl, halt, die Leute, die mögen das halt nicht so gern, weißt du? Na? Ich... Pass auf, wir machen das jetzt so. Ich entscheide für die Leute, okay? Nein. Folgendermaßen, okay? Das war sehr viel Geld. Komm, wir lassen uns jetzt ein paar Tage Zeit und dann kommt das Video raus, vermutlich morgen oder heute. Und dann lassen wir die Leute entscheiden, ob das sehenswert war oder nicht. Fertig aus, so. So. So gibt man Geld aus. Counter-Strike Global Offensive. So. Jetzt noch Tschüss sagen lassen. Hast du eigentlich meinen Teamnamen gesehen? Ich habe deinen Teamnamen gesehen, finde ich nicht gut, muss ich sagen. Reite ich Beschwerde im Betriebsrat ein. Gut, wenn der gegründet wird, ne? Wird erstmal jeder entlassen, der einreden möchte. Ja. Machen das so wie die großen Firmen. Ja, ciao. In diesem Sinne, viel Spaß beim Nachmachen zu Hause vom kackenden Kranich. Ja, ganz ehrlich, ihr müsst das Squatten ausprobieren. Pass auf, dass ihr nicht umkippt oder so, aber es war echt gut. Also, war gefährlich. Ich glaube, Männer haben da mehr Spaß als Frauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen noch rein. Danke und macht's gut. Tschüss. Bis bald. Bye.